Wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Stereo Trader Helpdesk. Heute mal wieder mit Timo Kosiol. Ich freue mich sehr, dass er die Zeit für uns gefunden hat heute Abend und ich freue mich natürlich auch, dass Sie heute live dabei sind, denn diese Veranstaltung dient ja ausschließlich für Sie, dass Sie hier live die Möglichkeiten haben, entsprechend Ihre Fragen zu dem Stereo Trader hier reinzustellen und hoffentlich dann auch beantwortet zu bekommen, wenn es möglich ist. Mein Name ist Herr Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FXSwed. Und bevor ich an den Timo übergebe, wie immer der Risikohinweis, denn dieses Webinar dient ja nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Event bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen, auch wenn es weniger um das Trading an sich gehen wird. So höchstwahrscheinlich. Okay, dann, lieber Timo, kriegst du jetzt den Bildschirm. So, Bildschirm So. 2, sagst du? Normalerweise hat das immer funktioniert, ja. Ob es bei dir so ist, das muss ich noch herausfinden. Okay. Ich bin jetzt mal ganz mutig und nehme Bildschirm 4. Was sagst du dazu? Ja, das klingt auch gut. Okay. Gut, also wenn alles geklappt hat, dann sieht man jetzt quasi die Skyline von New York und dann ist alles hier richtig eingestellt und alles quasi so, wie es sein soll. Wo ist deine Wohnung? Warte, die ist quasi, ne, wenn du jetzt links vom Fluss guckst, ne, das dritte Haus, das zweithöchste. Da Ja, drin. sehe ich. Okay, sehr Okay, gut. super. Ja. Nächstes Mal mache ich einen X drauf und einen Pfeil. Los geht's. So, genau, los geht's. Alles klar. Vielen Dank, dass ihr dabei seid. Es geht heute wieder um Fragen zum Stereo Trader. Ihr könnt hier eure Sachen in den Chat tackern. Ich werde mir die Sachen durchlesen und, wie der Nelson schon gesagt hat, so gut wie möglich beantworten. Kleiner Hinweis, ich hoffe, dass hier heute alles sauber funktioniert, weil ich hatte sowohl gestern als auch am Samstag Stromausfall gehabt. Gestern sogar 4, 5 Stunden lang. Das heißt, wenn ich auf einmal weg sein sollte, ne, dann habe ich erneut Stromausfall. Aber ich hoffe mal, dass jetzt alles gut und glatt geht. In Köln unmöglich sowas. Ja, man denkt, es ist unmöglich. Es ist wirklich unmöglich. Also man merkt auch, wie abhängig man von Strom ist, beziehungsweise auch wie selbstverständlich man Strom einfach ja hinnimmt, beziehungsweise davon ausgeht, dass der da ist. Also es war gestern wirklich so, wir haben eine Gasheizung auch im Keller. Und selbst die Gasheizung lief halt nicht ohne Strom. Das heißt, es war kalt, wir konnten nichts erwärmen, wir hatten kein Licht, gar nichts. Und ja, das ist schon, auf einmal merkt man so, mein Handy-Akku war auf 19%, natürlich alle Powerbanks leer. Ja, war irgendwie cool. Gut. Also, So, ich würde sagen, wir legen los. genau, keine Und. Stromrechnung fragen, sondern Stereo Trader. Oh, stimmt, da war ja was. Hast ja recht. Mist. Das könnte natürlich das Problem gewesen sein. Ja. Nee, aber ich glaube, die ist bezahlt gewesen. Glaube ich schon. So. So, sollen wir loslegen oder was? Ja, ich Oder sollen warte, wir einfach bis so mal eine weitermachen? Frage hier reinkommt. Aber ist momentan noch nicht der Fall. Hast du vielleicht noch irgendeine Neuigkeit mitgebracht, was wir noch nicht wissen? Ja, also zum einen kann ich vielleicht mal, ich habe so hin und wieder jetzt in den letzten Wochen so gelesen, dass es diverse Probleme mit irgendwelchen Lizenzcodes gab und vielleicht gehe ich da auf die Sache nochmal ein, weil da hat sich jetzt ein bisschen was in der neuen Version geändert, also in der Version 2.8. Das heißt, es gibt ja jetzt mittlerweile die Version 2.8 vom Stereo Trader. Also ganz genau die 2834 ist momentan die aktuellste Version. Und bis Version 2.7 war das so, dass man die Lizenzcodes für irgendwelche Add-ons oder für irgendwelche Zusatzprogramme hier in den Stereo Trader Einstellungen eingegeben hat. Da gab es ne, Feld Lizenzschlüssel, wie jetzt auch, aber da gab es noch vier andere Felder. Da stand dann Lizenzcode Add-ons drin. So, diese Felder gibt es jetzt in der neuen Version, in der Version 2.8 nicht mehr, weil das hat sich wirklich jetzt in der Version 2.8 geändert. Und zwar machen wir mal Folgendes. Wir ziehen uns mal das Tool vom Orkan
auf den Chart, also das VPOC. So, da sieht man nämlich folgende Änderung direkt. Jetzt in der neuen Version 2.8 sieht man alle Add-ons hier unter dem Reiter Auto Trading. Also nicht nur die Tools, die auch wirklich Auto Trading Timo? Nutzen, sondern wirklich alle Tools sieht man dort. Timo, du hast noch nicht übertragen den Bildschirm. Das ist natürlich doof. Das ist natürlich doof, wenn ich hier erkläre und erzähle und man sieht meinen Bildschirm nicht. Ja, also pass auf, dann fangen wir nochmal von vorne an. Machen wir es mal quasi von vorne. Also, Stereo-Tour-Einstellung. Bis Version 2.8 hat man alle Lizenzcodes auch von Add-ons hier in den Stereo-Trader-Einstellungen eingestellt und eingegeben. Jetzt ab Version 2.8 gibt man nur noch hier bei den Stereo-Trader-Einstellungen wirklich den Lizenzschlüssel für den Stereo-Trader ein. Und die Eingabe der Lizenzcodes von den Add-ons, die ist jetzt gewandert, die ist jetzt in das Auto-Trading-Panel gewandert. So, und zwar hier unter Auto-Trading sieht man jetzt alle Add-ons, die man im Chart geladen hat. Also nicht nur die Add-ons, die auch wirklich Auto-Trading nutzen, sondern wirklich alle Add-ons. So, und hier gibt es auch einen neuen Knopf, einen neuen Button, das ist so ein Stern, ne? So, und wenn man da draufklickt, dann erhält man quasi so einen Dialog, wo man den Lizenzschlüssel eingibt. Und das ist jetzt wirklich neu in der Version 2.8, wie gesagt. Und ich glaube, dass vielleicht viele Probleme daher gerührt haben, dass man in den Einstellungen vom Stereo Trader versucht hat, die Lizenzcodes vom Add-on einzugeben. Und das funktioniert jetzt ab Version 2.8 nicht mehr, sondern man gibt es, wie gesagt, hier unter Auto Trading ein. Dann gibt es hier den Button mit dem Stern und dort trägt man dann den Lizenzschlüssel des Add-ons ein. So, aber keine Regel ohne Ausnahme. Es gibt nämlich eine Ausnahme und diese Ausnahme sind meine Tools. Also alle Tools, die in der MT Tools Collection drin sind, wie Ease, wie GP3, wie Ghost, wie EasyCopy und so weiter und so fort. Also alle Programme, die quasi von mir kommen, da ist das ein bisschen anders. Und zwar, wenn wir uns jetzt einfach mal hier GP3 zum Beispiel auf den Chart ziehen. So, wenn man den Indikator auf den Chart sieht, sieht man hier mehrere Eingabefelder bzw. mehrere Reiter, wo man Sachen eintragen kann. Und wichtig ist das Feld bzw. der Reiter Eingaben. Und in jedem Add-on gibt es ein Feld, das heißt License Code oder Enter License Code. Und den Lizenzcode von diesem Add-on, von diesem Programm, gibt man hier ein. Das muss man pro Add-on, pro Programm einmal machen, nicht pro Chart, sondern wie gesagt einmal, dann wird das Ganze gespeichert und gemerkt und dann hat man entsprechend den Lizenzcode eingetragen und kann das Programm freischalten. Wie gesagt, betrifft nur meine Programme aus der MT Tools Collection, alle anderen Programme bzw. alle anderen Add-ons, da trägt man den Lizenzcode hier mit diesem Sternknopf ein. Gut. Dann habe ich von euch noch eine E-Mail eben bekommen und eine Frage für das Webinar jetzt. Vielleicht lese ich das einfach mal so vor, was hier steht. Seit mein letztes Update vom Stereo Trader bekomme ich meine Plattform nicht mehr richtig zum Laufen. Ständig frieren mir die Charts ein und es geht gar nichts und ich weiß auch nicht mehr, was ich machen soll. Ich habe auch schon mit meinem Broker telefoniert und wir haben auch schon zweimal alles neu installiert, leider ohne Erfolg. Meine Charts sehen auf dem beigefügten Screenshot. Sehen Sie auf dem beigefügten Screenshot. Die beinhalten alle das gleiche, viermal EMA, einmal VPOC. Ich habe das gleiche auf meinem Laptop laufen und da funktioniert es tadellos, was mich zum Ergebnis bringt, dass es die neue Version vom ST oder MetaTrader ist. Generell vielleicht mal gesagt, die neue Version 2.8, die gibt es um gerade, beziehungsweise es wurde unter der Haube ganz viel geändert in der Version 2.8, unter anderem um die Probleme mit der neuen MetaTrader-Version so ein bisschen zu umschiffen. Dirk und ich haben da wirklich lange, lange gesucht, um das Problem zu finden. Es stellte sich heraus, dass das wirklich ein Bug, ein Fehler im MetaTrader ist.
Und selbst nachdem wir den Fehler gefunden hatten, war das gar nicht so einfach, quasi alles, ne, umzumodeln, umzuändern, um diesen Bug im MetaTrader zu umschiffen. So, das hat zur Folge, dass wenn man zum Beispiel, oder vorher hat das zur Folge gehabt, dass einfach, wenn man den Stereo-Trader geladen hat, Add-ons geladen hat, dass dann das Phänomen aufgetreten ist, dass der Chart teilweise eingefroren ist. So, wie gesagt, das haben wir jetzt in der neuen Version 2.8 behoben, haben da alles umgeschrieben, haben versucht, den Bug zu umschiffen oder haben den Bug umschifft. Und da sollte das Problem eigentlich nicht mehr auftauchen. So, wenn ich das jetzt so lese, also wenn hier viermal EMA drinsteht, ist das die Frage, welcher EMA, also sind da wirklich die Standardindikatoren vom MetaTrader drin oder sind das irgendwelche Indikatoren, die man noch aus dem MQL-Market zum Beispiel geladen hat? Weil das wiederum kann dann wieder zu Problemen führen. Also die Add-ons, die man jetzt im Stereo Trader dabei geliefert hat, die wurden auf jeden Fall soweit umgeschrieben, getestet und geprüft, um nicht in diese MetaTrader-Falle, sage ich jetzt mal, zu laufen. Aber natürlich, wenn jetzt man sich irgendwelche Indikatoren aus dem MQL-Market lädt, dann kann das sein, dass die quasi genau in diese Falle laufen und dass dann der ganze Chart zum Stehen gebracht wird. So, ansonsten, ich bin mir sehr sicher, ich meine, ich habe ja das VPOC hier auf dem Chart. Ich kann hier auch viermal den EMA auf den Chart ziehen und bin mir relativ sicher, dass ich hier kein Einfrieren erleben werde. Aber einfach mal, just for fun, packe ich jetzt hier viermal den EMA drauf. Moving Average, sagen wir jetzt hier einfach mal 10. Exponential. So, einfügen, Indikatoren, Tendenz, Moving Average 20. Einfügen, Indikatoren, Tendenz, Moving Average 30. Und Indikatoren, Tendenz, Moving Average 40. So, gehen wir mal eine Zeiteinheit tiefer oder mehrere Zeiteinheiten tiefer, damit wir das Ganze auch sehen können. Und schalten hier auch den Bar-Timer an. Und lassen das jetzt einfach so ein bisschen laufen, aber ich bin mir sehr sicher, dass das eigentlich funktionieren wird und dass wir hier keine Freezes erleben werden. So, ich lese mal noch weiter, ob hier noch weitere Infos stehen. Also weitere Infos sehe ich nicht. Ich weiß nicht, ob der Teilnehmer da ist und vielleicht da noch ein paar weitere Infos zu geben kann. Ich habe jetzt hier leider keinen Zugriff auf die Screenshots, weil ich bin hier auf dem VPS unterwegs und habe da keinen Zugriff auf mein E-Mail-Programm. Das heißt, ich kann mir die Screenshots jetzt leider nicht angucken, aber vielleicht ist der Teilnehmer ja da und kann entsprechend noch ein paar weitere Infos zu dem Problem schreiben, beziehungsweise irgendwie noch weitere Infos geben, falls ich hier noch irgendwas anderes einstellen muss. Also der Ja, Teilnehmer ansonsten schreibt relativ ruhig im Chat, ne? alles Standard immer, EMAs. Warum sehe ich denn die Fragen nicht? Komisch. Hat der Teilnehmer gerade geschrieben, oder? Ja. Okay. Also ich sehe keine Fragen, Nelson. Und keine Antworten. Okay, das ist schlecht, aber du hast die richtigen Rechte Ach dafür. so, warte mal. Ich musste das Ganze hier richtig groß ziehen. Das war so klein. Und wenn das so klein ist, dann zeigt er mir irgendwie nichts an. Aber ich habe das jetzt mal richtig groß gezogen. Also dieses Fragenfenster. So. Achso, ja, genau, das war nochmal die Frage quasi aus der E-Mail, die er reinkopiert hat. Und nein, alles Standard-EMAs. Ja, okay. Was natürlich auch immer hilft, ist der Expertenlog, ne, vom Stereo-Trader, beziehungsweise vom MetaTrader besser gesagt. Wenn wir jetzt hier mal Ansicht, Terminal und
Gehen wir hier auf Experten und wenn wir hier mit der rechten Taste, rechten Maustaste draufklicken, öffnen gehen, dann öffnen sich hier so Logdateien. Und es ist immer hilfreich, wenn ihr irgendwelche Probleme mit dem Stereo-Trader, mit irgendwelchen Add-ons oder so habt, dass ihr hier diese Logdateien mitsendet, weil da steht in der Regel dann oft was drin, was uns dann weiterhilft. Ja, ansonsten. Ansonsten schau mal, der Werner hatte um 18.08 Uhr eine E-Mail, eine Frage reingestellt. Ich denke mal, das war bezogen auf die Add-ons. Sind die Passwörter automatisch drin? Nee, also die Passwörter, mit den Passwörtern meinst du wahrscheinlich Lizenzcodes, ne? Also die müssen in der neuen Version, also wenn du 2.8 installierst, dann müssen die einmal alle eingetragen werden, weil die stehen dann nicht drin, beziehungsweise das Feld ist leer dann. Genau. Sonst sehe ich hier keine weiteren Fragen. Das bedeutet auch für Sie, dass wenn keine Fragen reinkommen, wir das Webinar jetzt auch nicht unnötig in die Länge ziehen müssen und auch Ihre Zeit, wertvolle Zeit nicht vergeuden müssen an der Stelle. Wir warten jetzt noch ein paar Minuten, ob da noch eine Frage reinkommt. Ansonsten, ja, Timo, war das ein kurzer Arbeitstag. Kurze, knackige Nummer. Genau. Ja. Also ein paar Minuten warten wir jetzt natürlich selbstverständlich. Manchmal dauert es ja auch ein paar Sekunden auch mal eine längere Frage reinzutippen. Aber dann würde ich sagen, um 20 nach, wenn da jetzt keine Fragen reinkommen, dann werden wir entsprechend das Webinar beenden. Vielleicht möchtest du ja in der Zeit was zu deinen Tools sagen. Ja, natürlich, sehr gerne. Und zwar, es gibt eine neue Sache von mir und zwar einen Strategiebilder. Vielleicht gehe ich da ganz kurz drauf ein und erkläre mal, was dieser Strategiebilder macht. Ich bin ein Freund von automatisierten Trading und automatisierte Trading-Strategien erstellen und ich habe mich lange mit dem Thema beschäftigt und wir alle sind ja auf der Suche nach, sag ich mal, Sachen, die wir im Chart erkennen, dass wir die traden können und auch, dass wir entsprechende Strategien aus diesen Sachen, aus diesen Mustern, die wir erkennen, handeln können. Das Problem ist, man sieht immer ganz viele Sachen und denkt so von wegen, oh ja, das ist ja super, aber wie setze ich das wirklich um, beziehungsweise ne, kann ich das auch mal irgendwie ein paar Tage auf dem Demo laufen lassen, um wirklich zu prüfen, ne, macht das Sinn, macht das nicht Sinn? Und da habe ich halt ein Tool entwickelt, das nennt sich Ease, mit dem kann man ja automatisierte Trading-Strategien entwickeln, zusammenbauen, zusammenklicken. Das ist das Programm hier. Man kann jede Menge Indikatoren zu Hilfe nehmen, kann sich dort Strategien bauen, kann die Testen durchlaufen lassen. Und der Vorteil von dem Ganzen ist, man muss nicht programmieren. Also für Leute wie mich, die programmieren können, ne, war das in der Regel nie so ein Problem, wenn ich gesehen habe, ja, guck mal, wenn jetzt hier der EMA da ist und gleichzeitig die Stochastik dort und wenn man dann vielleicht noch irgendwie einen Außenstab dazu nimmt, hey, das könnte doch irgendwie eine geile Trading-Strategie sein. So, also bin ich hingegangen, habe das Ganze versucht, programmiertechnisch umzusetzen, beziehungsweise habe mir da irgendwas gebaut, programmiert und habe das dann durchlaufen lassen. Problem ist, A, man muss programmieren können und man muss programmieren können und B, kostet das natürlich auch erstmal Zeit, das Ganze wirklich umzusetzen, zu programmieren. Da bist du auch wieder mehrere Tage dran, bis das so läuft, wie du es haben willst. So, und das Ganze habe ich jetzt versucht, mit Ease, dem Strategiebilder quasi zu umgehen, zu umschiffen, weil hier muss ich keine einzige Codezeile mehr programmieren, sondern kann mir diese Strategien, zum Beispiel ne, Moving Average mit Stochastik und meinetwegen mit der ATR so zusammenbauen, so zusammenklicken, kann das durchlaufen lassen, kann entweder automatisch damit traden oder kann das auch als Signalgeber nutzen, wo ich dann einen Pfeil in den Markt bekomme, wo ich dann eine E-Mail bekomme, wo ich eine Benachrichtigung aufs Handy bekomme, so nach dem Motto, okay, die Kriterien sind eingetroffen, ne, wenn du willst, mach jetzt einen Trade auf.
Also das ist schon eine sehr sinnvolle Sache und da wird es auf jeden Fall demnächst hier auch Webinare bei FXFlat dazu geben. Da werde ich das alles nochmal, ne, ganz genau erklären, auch diverse Strategien vorstellen, Strategien zeigen, mit euch zusammen Strategien entwickeln. Also das wird eine coole Nummer, glaube ich. Ja, hört sich spannend an und alle Teilnehmer werden natürlich über die Termine dann auch benachrichtigt, beziehungsweise auch über unseren Newsletter und auf unsere Webseite. Also lohnt sich mal wieder reinzuschauen. Ansonsten sehe ich ja keine Fragen mehr. Dann, Timo, würde ich sagen, beenden wir hier an der Stelle auch das Webinar. Super, alles Und klar. Ja, dann sage ich schon mal vielen Dank. Sehr kurze Nummer, aber wenn keine Fragen mehr da sind, ne, dann muss man es ja auch nicht, wie du schon sagst, künstlich in Länge ziehen. Ich bedanke mich trotzdem an alle, die dabei waren. Man sieht sich bestimmt demnächst mal wieder. Mach's gut, ciao, ciao. Und das letzte Wort hat der Nelson. ja, vielen Dank, lieber Timo. Wie gesagt, demnächst auch wieder Webinare mit dir. Vielen Dank an alle, die heute live dabei waren. Offensichtlich scheint es mit dem Stereo Trader momentan gut zu funktionieren. Und von daher wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend, erfolgreichen Abend oder erfolgreiche Woche. Nicht vergessen, morgen früh 8:45 Uhr Live-Trading mit Dirk. Und würde mich natürlich freuen, wenn Sie dann morgen live dabei sind. Bis dahin, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao. Oh!